Wenn Gott etwas macht, dann immer eine ganze Sache. Die Erneuerung, die im Denken und im Herzen bei der Bekehrung beginnt, geht weiter. Sie erfasst den ganzen Menschen. Wir wollen uns heute mit der vierten Seligpreisung befassen, bei der es um die Umkehr in den Wertvorstellungen eines Menschen geht, der Christus begegnet ist und die Gnade der Vergebung seiner Schuld erlebt hat. In Matthäus 5, Vers 6 heißt es: Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wir wollen uns zunächst einmal die Frage stellen: Wie entsteht Hunger und wie entsteht Durst nach Gerechtigkeit? Nun, wenn es um den gemeinen Durst und Hunger geht, dann ist das sehr einfach zu erklären. Wenn jemand lange genug nicht getrunken hat, bekommt er Durst. Und wenn jemand lange genug nicht gegessen hat, bekommt er Hunger. Das ist uns klar. Doch die Gerechtigkeit ist für uns Sünder eine ziemlich exotische Speise. Das müssen wir zugeben. Sie gehört normalerweise nicht automatisch zu unserem täglichen Speiseplan. Der Mensch begnügt sich doch in der Regel mit wesentlich primitiveren Gerichten. Mit der Fleischeslust und mit der Augenlust und mit dem Hochmut des Lebens. Oder mit moderneren Begriffen ausgedrückt, mit dem Streben nach Vergnügen, Besitz und Anerkennung. Gerecht oder ungerecht, das ist uns eher zweitrangig. Doch wie entwickelt ein gefallener, sündiger Mensch einen Hunger nach Gerechtigkeit? Nun, zum einen durch das Lesen in Gottes Kochbuch, in Gottes Wort. Dann beginnt er Stück für Stück Gott und Jesus zu begreifen und die Gerechtigkeit Gottes als ein erstrebenswertes Gut anzusehen. Und er entwickelt nach und nach einen Durst und einen Hunger nach dieser Gerechtigkeit. Aber erst recht entsteht dieser Hunger und dieser Durst durch das Schmecken. Wenn ein Mensch einmal Christus persönlich kennengelernt hat, so ging es Menschen, die Jesus während seines Erdenlebens begegnet sind. Sie erkannten in ihm den vollkommenen, den heiligen und gerechten Menschen. Und das war so attraktiv und so anziehend und so schön für sie, dass sie nur noch einen Wunsch hatten. Ich will so gerecht werden wie er. Menschen kamen zu Jesus und drückten diesen Wunsch sehr unterschiedlich aus. Viele von ihnen wussten gar nicht, wie sie es in Worte kleiden sollten, wonach sie da plötzlich so einen Hunger verspürten. Die einen kamen und fragten: Herr, was soll ich tun, damit ich selig werde? Die anderen, wie Zachäus, sagten: Herr, alles, was ich jemandem weggenommen habe, will ich vierfach erstatten, und die Hälfte von meinem restlichen Besitz gebe ich den Armen. Wieder andere setzten sich einfach Jesus zu Füßen und weinten. Sie weinten, weil sie diesen Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit plötzlich so stark verspürten, dass sie in Tränen ausbrachen und kein Wort mehr sagen konnten. Noch eines sei an dieser Stelle angemerkt. Diese Seligpreisung unseres Herrn räumt mit einem weit verbreiteten Irrtum auf. Mit einem Irrtum, der auch unter Christen ziemlich populär ist. Nämlich, dass der Charakter eines Menschen unveränderlich sei. Man muss mich eben so annehmen, wie ich bin. Das hören wir immer wieder, vielleicht sagen wir das auch selbst. Ich habe halt einen aufbrausenden Charakter. Ich bin eben ein robuster Typ. Das ist ein großer und ein verhängnisvoller Irrtum. Wenn Gott, wenn Jesus nicht meinen Charakter verändern kann, was dann? Dann ist das Christsein doch bloße Theorie. Eine kraftlose Religion, oder? Nein, diese Seligpreisung des Herrn und zahllose Beispiele aus der Bibel und auch aus der Geschichte des Christentums belehren uns eines Besseren. Jesus verändert gerade unseren Charakter.
Er hilft uns, alte Charaktereigenschaften abzulegen und neue zu entwickeln. Er hilft uns, den alten Menschen auszuziehen und den neuen anzuziehen. Ein Moses, der in seiner Wut, im Affekt einen Menschen umbringen konnte, wird zum demütigsten Menschen überhaupt. Ein zorniger Donnersohn, Johannes, der Feuer vom Himmel holen wollte, nur weil ein Dorf den Jüngern und Jesus kein Nachtquartier anbieten wollte. Dieser Mann wird zu einem Apostel der Liebe. Ein vorlauter, ein aufbrausender Petrus, der zur Verteidigung zum Schwert greift, wird zum sanften Hirten der Gemeinde für seinen Herrn und ist bereit, für seinen Glauben den Märtyrertod zu sterben. Ein raffgieriger Zachäus wird zu einem freigebigen Spender und Wohltäter der Armen. Ein Matthäus, ein Zöllner, der aus Habgier bereit war, sein Land und seine Leute für ein paar Dollar zu verkaufen, wird zu einem Evangelisten, den der Hunger nach dieser Gerechtigkeit erfasst hat und der die Worte Jesu aus der Bergpredigt überliefert hat. O, das Glück der Menschen, die hungrig und durstig sind nach der Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden.